Herzlich willkommen zurück auf Ark Fjordur. So. Alles leer? Okay. Also, der Plan war ja noch gar nicht ausgereift. Also, ich habe so viele Sachen zu tun, ich weiß gar nicht, wo ich als erstes anfangen soll. Aber am sinnvollsten ist es wahrscheinlich wirklich, jetzt nochmal die fehlenden Ressourcenbehälter für da vorne zu bauen. Und hier die Küche reinzuzimmern. Ich lasse dieses Holzding hier, weil wir wahrscheinlich für die Küche sowieso immer noch ein bisschen Holz oder sowas benötigen oder Zündpulver oder sonstiges. Ich möchte jetzt hier vorne einmal gucken. Hier können wir übrigens zumachen. Ob wir genug Ressourcen haben, um die verschiedenen Behältnisse jetzt noch zu bauen. Wir haben auch immer noch nicht genug Lampen, ne? Fällt mir gerade ein. Das sollten wir vielleicht mal Folgendes tun. Damit es nachts, dass wir nachts nicht unbedingt immer Gamma anmachen müssen. Das würde ich nämlich. Schön gegen die Wand gelaufen. Das würde ich nämlich tatsächlich besser finden. Nehmen wir mal diese Werkbank hier mit. Das Zeug brauchen wir jetzt gar nicht. Wieso habe ich jetzt hier das Underwater-Tool? Das ist ja auch spannend. Ich nehme mal die Transfer-Gun wieder. Zack. Das packen wir hier in die Smithy. Dann sollte das passen. Aufheben, Light Construction Table. Den nehmen wir den mal mit rüber. Und dann gucken wir mal, ob wir erstmal ein bisschen Licht machen und was wir dafür brauchen. Das ist mir nämlich alles zu dunkel hier, muss ich wirklich sagen. Aber ich weiß, es geht euch genauso. So, jetzt wir packen mal hier. Warte mal, hier haben wir jetzt die Raft-Mod-Geschichte. Den Light Construction Table können wir ja eigentlich auch hier in den Gang schmeißen, ne? Oder hier vielleicht. Warum nicht einfach hier? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir werden die Dinger schon irgendwo platzieren. So. Lass mal schauen. Also, ich möchte gerne diese Dinger hier, das sind Z Alter, was? Wie viel Holzkohle? Okay, wenn wir Holzkohle benötigen, ne, dann muss ich hier mal Folgendes machen. Dann muss ich hier Holz reinmachen. Packen wir mal so 200 hier rein. Wir müssen eh noch Holz farmen. Zack, und los geht's. Weil einen schnelleren Weg gibt es nicht als den hier. Metallbarren haben wir nicht so viele. Das heißt, auch das müssen wir hier noch machen. Pull. Guck, hier macht er Holzkohle und Metallbarren. Das ist super. Ich überlege jetzt noch, die Idee ist jetzt noch, welche, oder die Überlegung ist noch, welche Art von Lampen möchten wir denn jetzt hier eigentlich verwenden? Es ist mir definitiv zu dunkel. So. Okay. Also Metall müssen wir definitiv holen, da kommen wir nicht drum rum. Gut. Dann lass uns hier nochmal gucken. Also, wir können für die Decke was machen. Was auf jeden Fall auch Sinn macht. Hier so ein Teil zum Beispiel. Probieren wir einfach mal aus. Ne, dann. Nee, das testen wir jetzt erstmal und gucken mal, wie viel Licht das Ganze überhaupt spendet. Ich würde das tatsächlich auch hierhin machen wollen. Okay. Ja, okay, das gefällt mir schon mal. Kann man auch die Intensität einstellen? Light Settings. Ist auf very high, very large. Chain Length ist auch okay. Ja, passt. Na gut. So, was haben wir denn noch? Einen Ring of Fire. Ist das gut?
Wofür braucht man das? Dramatischer Feierring. Aha. Okay, dann haben wir die Dinger, die sind ganz cool oben in der Kirche, wie ich finde. Dynamic. Untergeworfene Fackel und für die Wand. Also ich denke mal, wir gehen eher auf Wand. Und ich würde auch eher auf diese Teile hier gehen, weil die sehen so schäbig aus. Ja. Wir können natürlich auch die Teile von der Raft-Mod nehmen, aber ich glaube, die snappen hier nicht. Gucken wir mal, wie das so aussieht, wenn wir das damit machen. Die müssen ja genauso sein wie die Deckenteile. Vermutlich. So. Ist jetzt nicht so viel, ne? Hier überall muss so ein Ding rein, das hilft nicht. Also, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Da weiß ich noch nicht. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wir brauchen alleine jetzt schon 11 so eine Hängedinge. Gucken, ob das geht, ob wir so viel Zeug haben. Ja, geht noch. Okay, dann haben wir wenigstens schon mal das grundlegende Licht hier drin. Okay, damit levelt man auch relativ gut. Die Smithy und ich glaube nur die Smithy, die muss hier auch noch rüber. Die brauchen wir hier. Oder wir bauen uns hier noch eine separate, aber eigentlich haben wir alle Materialien hier und da, wo jetzt die Smithy steht, da ist ja die Küche. Da kommt die Küche rein. Da haben wir mehr Platz als in dem kleinen Gebäude. So, haben wir gleich. Machen wir das hier gleich fertig. Okay. Ich glaube, wir müssen gar nicht so weit, um Metall zu holen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir hier vor unserem Wohnhaus, aktuellen Wohnhaus, am Wasser rechts hochgehen, zu diesem großen Fluss, wenn wir da nämlich irgendwie reingehen, glaube ich, könnte es sein... dass wir dort Metall finden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So. So. Ah, schön hell, ne? Passt. Okay, dann machen wir das hier auch nochmal. Ich möchte jetzt hier ehrlich gesagt auch gar nicht mit den Raft-Lampen arbeiten, weil das gar nicht passt von der Optik her. So. Okay. Gut, dann haben wir hier Licht. Haben wir hier überall Licht, aber wir haben hier noch kein Licht. Hier muss auch noch so eine Lampe hin und dann sollte das eigentlich passen, oder? Wand. Obwohl, eigentlich können wir da so ein Standteil hinstellen. Zwei Stück. Links und rechts. Das täte ich ganz gut finden. Mal gucken, wie das aussieht. So. Und zwar hier. Träumchen. Oh ja. Halt. Wieso geht das nicht zu?
Oh nein. So, okay. Okay, da hätten wir jetzt auch noch eine Decke gehabt für solche Hängelampen, aber ich denke, das passt so, ne? Da oben vielleicht noch eine. Hier könnte noch eine hin. Wenn wir noch Material haben. Jetzt haben wir keine Metallbarren mehr. Mist. Ich hab's geahnt. Wir brauchen unbedingt Metall, Leute. Metall ist essentiell. So. Und dann ist auch gleich vorbei, ne? Packen wir hier noch eine hin. So, okay, dann haben wir es. Dann haben wir genug Licht. Dann gucke ich jetzt gleich mal, ob wir genug Materialien haben, um die fehlenden Ressourcenboxen noch aufzustellen. Und dann müssen wir echt farmen. Farmen, was das Zeug hält. Das wäre natürlich am besten, wenn wir dafür entsprechende Tierchen hätten. Aber, schwierig. So, wunderschön. Wunderschön. Wie gefällt euch das? Ist das gut? Ist das in eurem Sinne? Oder hättet ihr alles komplett anders gemacht als ich? So, wir brauchen... ich muss kurz zu RevMod. Da sind noch die Materialien drin, die noch keinen Behälter haben. Schwefel haben wir ja irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wo Schwefel reinkommen soll. Oder haben wir vielleicht... Ist der auf Deutsch? Nein. Ich könnte wetten, dass es in der RP, in der Visual Storage, auch was für Schwefel gibt. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Okay, wir brauchen Öl. Ein Ölbehälter, das Barrel. Ölbarrel. Da brauchen wir aber Zement für. Okay, für Zement brauchen wir jetzt einen Grinding Stone. Da baue ich dann gleich den richtig großen Grindstone. Was ist das hier? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Grill? Kennt ihr den? Ich kenne den nicht. Was? Hä? Was ist das hier? Ach, das ist von der CKF-Mod, alles klar. Aber das hier? Lagerfeuer und Improved Smithy und arschteuer, ja. Obsidian-Ingots. Ha, warte, das gehört zu irgendeiner Mod dazu. Ich kann Obsidian-Ingots machen. Hier kann ich ja auch ein Obsidian-Tool machen. Ein Multitool. Das ist auch, glaube ich, relativ cool. Ist eine Metallspitzhacke, eine Metallaxt und eine Metallsichel. Und eine Improved Smithy brauchen wir dafür. Und da drin kann ich dann wahrscheinlich auch die Ingots machen, ne? Lass mal kurz gucken. Improved Smithy. Interessant. Da drin kann ich das bauen. Aber dann brauche ich doch jetzt noch diesen Ofen. Wo ist denn der jetzt? Habe ich den nicht eben noch? Barrel? Hä, was? Wo habe ich denn eben den Ofen gefunden?
Okay, jetzt bin ich vollends verwirrt. Ich wollte das Ölbarrel basteln, genau. Da fehlt mir aber... Ach so, ich wollte den Grindstone machen. So war das. Ich wollte den Grindstone machen. Und dann habe ich hier diesen Grill gesehen. Diesen Grill würde ich gerne haben wollen. Ich muss mir das notieren, sonst vergesse ich das. Weil da drin kann ich wahrscheinlich diese Obsidian-Ingots machen, vermutlich. Perfect for cooking meat and bikes, staying warm and providing light. Burns fewer resources much faster than a normal campfire. Obwohl, nein, das wird wahrscheinlich da nicht funktionieren. Hä, wo kann ich denn die Ingots machen? Aber der Grill ist halt cool für die Küche, ne? Improved Smithy. Und kann ich vielleicht die Ingots... Ne, die kann ich auch nicht separat lernen. Naja gut, wir machen jetzt den Grindstone, das war jetzt das Ziel. So, bauen wir erstmal ein, wenn ich dann die entsprechenden Ressourcen habe. Ja, das ist halt genau der Punkt, ne? Ich habe so viele Mods drauf, die ich noch gar nicht begutachtet habe. Müssen wir aber auch zeitnah tun. So, wo stellen wir dich denn hin? Wo stellen wir dich denn mal hin? Ich würde sagen hier. Ich glaube, hier ist so ein Grindstone ziemlich gut aufgehoben. So, dann müssen wir Zement basteln. Oh Gott, das reicht vorne und hinten nicht, weil wir nicht genug Keratin haben. Wie viel Zement brauche ich jetzt für das Barrel? Okay, wir müssen Zement farmen, beziehungsweise Chitin-Keratin brauchen wir. Da ist die Frage, wo bekommen wir das hier am einfachsten her, ohne jetzt die Biberdämme kaputt zu machen, weil die uns einfach töten werden. Das sind viel zu viele dort. Mit dem Vogel wäre das wahrscheinlich ein bisschen einfacher, wenn wir irgendwann Argentavis haben. Wo kriegen wir denn hier Chitin-Keratin? Da müssen wir auf die andere, also da wo ich weiß, müssen wir auf die andere Seite. Wir können aber einfach mal mit dem Iguanodon loslaufen. Das machen wir auch, wenn der Tag anbricht. Und mal schauen, was wir in der Nähe so alles finden. Ob wir vielleicht sogar Metall finden oder irgendwelche Insekten oder sowas. Vielleicht haben wir ja Glück. Hier brauchen wir auch Zement. Okay. So, dann brauchen wir das Obsidian-Dings. Das können wir bauen, okay. Das ist schon mal gut. Das möchte ich... Nein, das möchte ich auf der anderen Seite haben. Packen wir denn genau gegen... Eigentlich macht es mehr Sinn, das hier so hinzustellen. Wortfasching, juhu! Hier so. Und am besten gegenüber nochmal so ein Teil, oder? Weil so wie ich das jetzt hier gemacht habe, ist das gar nicht so cool. Kann ich vielleicht das sogar gegenüberstellen? Oder kessel ich mich dann ein? Warte mal, das steht sowieso nicht richtig. Ich gehe gleich mit Ghost raus. Ich möchte das ja ungefähr gleich haben. So? Ja, ich komme nicht raus, ne? Doch, komme ich. Okay. Ja, cool, machen wir so. Dann packen wir hier das Metall wieder rein.
Dann brauche ich hier noch ein bisschen Obsidian, damit ich das andere Zeug ziehen kann. Das geht halt nur, wenn da schon was drin ist, ansonsten nicht. Und fertig. Okay, dann haben wir hier Obsidian und Dingsbums. Stein müssen wir. Ne, Stein haben wir ja draußen, das passt also. Hier haben wir. Brauchen wir noch das Kristalldings. Altmetall kommt auch bei Metall rein. Schwefel weiß ich nicht. Feuerstein hatten wir eigentlich, glaube ich. Kristall und Ölbarrel geht jetzt gerade nicht. Stroh kommt unten rein. Gas. Gasbarrel geht auch nicht. Die beiden brauchen Zement. Wieso finde ich denn kein Schwefeldings? Kann mir nicht vorstellen, dass das da nicht mehr drin ist. Das glaube ich einfach gar nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Kein Sulfur, ne? Dafür brauchen wir Schwefel. Aha. Gibt's aber nicht. Na gut, dann machen wir jetzt noch das Kristallding. Hallo? Jetzt mach das doch mal weg. Da brauchen wir Fasern. Wir haben keine Fasern mehr. Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Okay, ich habe ja eine Sichel. Ich hole mal Fasern. Okay, gut. So geht, glaube ich, von der Dunkelheit, ne? Ich mach mal noch eine Fackel an. So. Bringt aber nicht viel, wenn ich jetzt die Sichel in die Hand nehme. So, dann holen wir mal noch ein bisschen Fasern. Dann machen wir noch das Kristall-Dingsbums und dann sollte es auch langsam Tag werden. Und dann können wir mal losziehen. Also, Hauptziel ist Keratin, Chitin zu finden oder direkt Zement und Metall. Wir brauchen viel Metall. Ich denke nämlich, wenn wir die Küche bauen möchten, dass wir da auch noch ein bisschen mehr brauchen. Ich hätte gern dieses Tool, dieses Obsidian-Tool. Das hätte ich wirklich furchtbar gerne. Wo ist das? Das kann ich, glaube ich, nur bauen in dieser Smithy, ne? Hier, das da. Das kann ich nur bauen. Oder kann ich das in unserer normalen Werkbank bauen? Das würde ich jetzt wissen kurz. Nein, das muss ich in der anderen Werkbank bauen. Hier in der Improved Smithy, da brauchen wir 10 Ingots für. Und ich weiß nicht, wo wir das bauen. Wo machen wir denn diese Ingots? Wie heißt diese verdammte Mod, die wir dafür verwenden? Ich weiß es echt nicht. Keinen Plan, ne? So, Improved. Ich vermute mal, was ist das hier?
So, das ist auf Level 35. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass auf Level 35 noch ein bisschen mehr zu finden ist. So, hier haben wir die Improved Smithy. Strength Forge, hier könnte das sein, ne? Requires wood, thatch or spark powder to activate. Put unrefined resources in this to refine them. Das muss das Teil sein. Das Ding möchte ich haben. Können wir das bauen? Dann können wir nämlich auch die Smithy bauen. Dann können wir hier Ingots machen. Machen wir die Smithy, dann können wir das Tool haben. Ja, das will ich. Aber vorher müssen wir noch den Kristallberg bauen. Oh Gott. Oh Gott, ich merke mir das nicht. Ich merke mir das nicht. Leute, Kristallberg und dann diese Dingsbums Forge. Aber das in der nächsten Folge. Denn es ist schon wieder vorbei. Es ist schon wieder das Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao.